Hey ho! Das ist toll, super. Sorry. Hey ho und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Hier ist wieder euer Commander Absoidus und seine Tasse Schwarztee und wir spielen weiter. Ups, wir waren im Norditalien und da war es, glaube ich, ziemlich stressig gerade. Es ist übrigens der 21.04.2015. Das heißt, ihr wisst circa, wo wir zeitlich unterwegs sind. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Jo, hier war es ziemlich stressig. Damn das, die sind mal depressed. Was habe ich noch an Truppen? Habe ich gerade Stealth-Panzer gebaut? Na, ich hatte. Sammler wird angegriffen. Oh, die haben mir alles weggeschossen, deswegen. Und ich warte darauf, dass der Catalyst bereit wird, dass ich da ein bisschen was wegholzen kann, wobei das eigentlich relativ sinnfrei ist. Ziel wählen. Jetzt erstmal das Tafeltier benutzen. Die Viecher zu grillen. Sie springen über die Kluft. Ja, das dachte ich mir schon. Unser wir brauchen noch Engie. Ausbildung. Oh shit. Bau abgeschlossen. Die Bruderschaft. Oh nein. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoption. Das heißt, ich brauche da drüben unbedingt Luftabwehr. Denn die hier allein wird das nicht ertragen. Da ist jetzt schon das Schild weg. Ach du Grüne. Eigentlich ach du Blaue, aber nein. Mal schauen, was der Catalyst hier ausmacht. Ich weiß, das Bonusziel erreiche ich dadurch nicht, aber was soll ich machen? Ich würde die Mission ehrlich gesagt die verschaffen und die Skrin sind ein Arsch Gegner. Oh, ernsthaft. Ja, es hat ziemlich Schaden gefressen. Das heißt, wir werden bald jetzt da drüben reinfallen. Reparatur läuft. Minenfeld haben wir auch wieder. Das finde ich gut. Damit werden wir jetzt die Brücke noch ein bisschen absichern. Und da kommt jetzt wieder der Catalyst für da oben. Bitteschön. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ups. Das sind die Viecher, die auch alles sehen. Oh. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Der. Wie viele Catalysts wollte der noch überleben? Reparatur läuft. Der lebt auch am letzten Limit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh, sehr gut. Damn this. Ausbildung. Und noch eine Catalyst. Ich weiß, Bonusmission und so, ich hab's vorhin schon gesagt, aber ich würde das ganz gerne überleben und schaffen vor allem. Ja und jetzt? Ach ja, geht doch. Mission gewonnen! Yay! Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Die Venoms wollte ich eigentlich nur noch bauen als Notfall, falls die Rakete jetzt doch nicht reicht, aber läuft ja. Gut, schwer erfüllen leider nicht alle Bonusziele. Aber darauf pfeife ich jetzt ganz ehrlich. Mal schauen, worum es da geht. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Wir kommen unserer Erlösung immer näher. So, damit wir einen der Türme aktivieren können, müssen wir ihn betreten, wie die Besucher es tun. Sie müssen zu deren Sammelpunkt gehen. Infiltrieren Sie sie und sichern Sie den Code. Ich verlasse mich auf Sie, Commander. Enttäuschen Sie mich nicht. Hm. Mann, ich sehe immer noch Kirlins Gesicht. Ihre Augen.
und diesen leeren Blick. Entschuldigung. Ach, was soll's. Es muss weitergehen. Aber ich bin ehrlich zu Ihnen, Commander. Wir haben immer noch keine Informationen über diese Invasoren oder Besucher oder wie immer Sie sie nennen wollen. Nur eins weiß ich. Ihre Verstärkung werden Sie aus einem der Reliknoten bekommen. Die Eroberung ist aber ein Himmelfahrtskommando. Sehen Sie. Der nächste Reliknoten ist hier in Norditalien. Er wird gut bewacht. Sie müssten schon ein Geist sein, um da unbehelligt durchzukommen. Das Beste wäre wohl ein zweistufiger Angriff auf diese Alienstellungen. Aber ich bin ehrlich. Es wird verdammt schwer. Tja. Und Stiletto? Schauen Sie mal. Die kämpfen wie Ameisen. Und verdrängen das Los, das sie erwartet. Früher oder später rotten sie sich gegenseitig aus. Aber darauf können wir leider nicht warten. Diese Kämpfe gefährden die Türme, vernichten sie deswegen also beide Armeen, die GDI und die Besucher. Weitere Nordeinheiten sind schon unterwegs zu ihnen. Aber die werden sie nicht brauchen. Vernichten sie die GDI und die Besucher einfach mit ihren eigenen Waffen. Zerstören sie alles, was sich bewegt. Ist beides ganz nett. Ich muss trotzdem den Turm holen. Ich werde die Sequenz jetzt abbrechen. Und wir werden einfach spielen, so. Es sieht dann zumindest, es gibt ein paar Optionen immer, aber beide Visionen sind eben wichtig. Ich hoffe, Kane weiß, was er tut. Mir gefällt's hier ganz und gar nicht. Oh, ich hab noch einen Bauchkran. Verraten! Wir brauchen den Code. An die Arbeit. Schicken Sie einen Saboteur in die Relaisstation, um den Codeschlüssel zu sichern. Ja, schon, aber warum muss ich dafür meinen Ingenieur grillen? Neues Bonusziel. Ungeeigneter Bauplatz. Bonusziel? Zerstören Sie die Gravitationsstabilisatoren auf der nördlichen Anhöhe. Das wird entspannt, das schicke ich ein paar Venoms hoch. Neues Bonusziel. Betriebsbereit. Vorwärts. Neues Bonusziel. Läuft. Bonusziele habe ich hier genug. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Baut. Das Ding ist nur, ich kann keine Verteidigungsgebäude bauen ohne eine, ohne einen Bauhof. Volle Energie. Und den habe ich gerade nicht. Ausbildung. Es ist extrem bitter gerade. Was kriegen wir hin? Erstmal schauen. Vertrauen Sie mir. Hier. Gebäude besetzt. Verzeihung, ich bin. Ich weiß nicht, seit der Frühling irgendwie losgeht, bin ich dauerhaft krank. Es ist. Oh. Ich meine, ich habe das ganze Jahr über Schnupfen. Geheimdienstdaten aktuell. Das ist nichts Neues, aber. Verzeihung. Es kratzt im Hals die ganze Zeit, das nervt ein bisschen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Und eigentlich habe ich keine Allergien, deswegen ist das Ganze ein bisschen strange, aber naja. Baut. Initialisiert. Ausbildung. Menschliche Truppen haben gegen diese Basser keine Chance, das ist irgendwie so bitter. Ich höre. Hier. Neue Bauoptionen. Baut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ich habe nicht genug in Strom. Ich warte. Bau abgeschlossen. Das Fundament muss gut sein. MBF. Mobiles Baufahrzeug. Los geht's. Ja, finde ich gut. Flugplattform. Check. Initialisiert. Ja. Roger. Bau abgeschlossen.
Bau abgeschlossen. Und ich kann jetzt endlich Verteidigungsanlagen bauen. Bau abgeschlossen. Ich warte. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Diese verdammten Buster können Infanterie so irre schnell wegholzen, das ist zum Kotzen. Gegen Fahrzeuge haben die null Chance, aber Infanteristen fällen die binnen Sekunden. Und zwar Armeen davon. Danke, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Ich warte. Ich bin Angie. Rein damit. Die Flugplattform baue ich eigentlich nur aus einem Grund. Ich brauche Venoms. Ich mag die Dinger irre. Es ist wahrscheinlich überhaupt noch nicht aufgefallen, aber... sie sind bei weitem nicht so cool wie Avatare. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wo kam der denn hier? Bestimmt, wenn sie räumen wegfallen. Roger. Betriebsbereit. Ich finde das einfach nur zum Kotzen. Wenn da plötzlich Einheiten auftauchen. Räumen wir auf. Wehe, er greift das Gebäude an. Das finde ich auch cool. Cool, ein Wachstumsbeschleuniger. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ausbildung. Was haben wir neu bekommen? Die Türme beginnen zu fallen. Achso, GDI hat mit der Zerstörung angefangen, ich weiß. Ich weiß, wir haben so vieles nicht gelesen, weil es einfach teilweise eher krank ist, wie viel da los ist. Initialisiert. Die GDI zieht Verstärkung heran, Commander. Ziel erfasst. Bau abgeschlossen. Die Bruderschaft vertraut. Ziel erfasst. Swarmtrooper, ernsthaft? Die Bruderschaft vertraut. Kampfsequenz aktiv. Mit Flammenpanzern. So ein Pech aber auch. Bereit zum Abheben. Ja. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ich kann Ihnen helfen. Kann ich diesen Knoten einnehmen? Nein. Aber den hier. Wenn im Gleiter bereit uns zum Abheben. Arbeit. Da oben habe ich. Die haben hier nur. Die haben wenn hier auch Luftabwehr. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was? Ich warte. Nein. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Natur. Avatar. Tiberium-Belastung gemessen. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Die kann man nicht teilen, das blaue Tiberium, nein, dann zustellen wir die. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ich bräuchte eine Fahrzeugfabrik von denen, um die Sammler zu bauen. Initialisiert. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Natürlich. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Das Hauptziel ist ja immerhin noch, den Codeschlüssel aus der Relaisstation zu klauen. Ich überlege nur gerade, wie wir da Reparatur läuft. Wenn im Gleiter bereit an was rankommen können. Aber ich glaube, wir müssen einfach noch einen zweiten Außenposten erobern. Das heißt, wir brauchen noch ein, zwei Engines. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ausbildung. Für die müssen wir einen Transport anfordern können. Das dauert ein bisschen, aber wir kriegen es hin. Die Mission ist zum Glück wieder etwas entspannter. Mea Tiberium. Ich war Bruderschaft vertraut.